Hier die Zusammenfassung von Folge 19 bis 21 von Abenteuer im Hochland. Ciao und hallo, Abenteuer im Hochland, Folge 19. Da ging es schon hoch her sozusagen. Also Folge 19 bis 21 sind jetzt nicht so viele Sachen passiert, aber im Detail dann doch einiges. Also man hat auch einiges erfahren, sowohl als Spieler, die das gespielt haben, als auch als Zuschauer natürlich. Und zwar, ich habe mir einige Notizen gemacht, weil es doch ein bisschen mehr war. Die Gruppe ist ja von Kohlstedt aufgebrochen, Sloan, Ethan sind dort geblieben in Kohlstedt, ja. Während die Gruppe weiterhin mit Ombulosch und Elemira weitergereist ist zu Glinfinn. Sie wollten ja Angus Vater besuchen, Argai. Ja. Elemira und Ombulosch wollten eigentlich zu Hochtor, aber auf dem direkten Weg wollten sie jetzt nicht unbedingt, sondern sie wollten zuerst mal wieder andere weiterreisen über Glinfinn, dann nach Argalia und in Argalia hoch nach Hochtor. Ich hatte es urtümlich so verstanden, dass die Spieler dann von Glinfinn weiter vielleicht nach Nuhäfen oder irgendwo hinreisen wollten, nicht nach Argalia. Aber dazu später vielleicht mehr. Dort angekommen in Glinfinn sind Ombulosch und Elemira so erstmal in die Taverne, um sich einen Unterkopf zu holen. Und Ombulosch wollte quasi mal ein Bierchen kippen. Als Zwerg möchte man ja öfter mal ein bisschen Bier trinken und so. Ne? Ja, Killian wollte seinen Ziehvater Mock besuchen, während Angus natürlich zu seinem Vater ist. Angus ist also zu seinem Vater, redet mit seinem Vater, der irgendwie seltsam verstört war oder seltsam nachdenklich oder so. Ja, er wirkt auch ein bisschen verzweifelt und er habe auch das ein oder andere vielleicht nicht gewusst oder übersehen oder nicht gewollt und bietet dann Angus an, verbinde dich mit mir, zusammen können wir als Vater und Sohn über die Grenze herrschen und von innen heraus verändern. Das ganze Hochland können wir so beherrschen, so nach dem Motto. Und was Angus ein bisschen seltsam fand vielleicht, und sein Vater hat versucht halt ihn zu überreden, auf seine Seite zu kommen und dass die dann alles noch zum Guten wegstellen können, also drehen können und Schaden abwenden können von den Grenzern und so weiter und so fort. Angus wollte aber, dass sein Vater sich den Sachen stellt und offizielle Aussagen macht, weil ja auch Killian und Angus einiges herausgefunden haben durch Räuber und so weiter und so fort und das Ganze ja schon zu den Behörden übermittelt worden ist. Also da ist schon was im Argen wegen den Grenzen und so weiter und so fort. Und Angus bittet seinen Vater halt darum, Aussagen zu treffen. Ja. Währenddessen habe ich quasi umgeschwenkt zu Killian, wie er Muck besucht. Und Muck wirkt es so ein bisschen eingeschüchtert und verstört. Muck erzählt dann Killian, dass er eigentlich eine Vision bekommen hat, dass Angus unsterblich geworden ist, in einem Kampf in der Nähe. Ja, das war das Dorf Glencraig, wo er den Wiedergeborenen besiegt hatte. Ja, also was heißt besiegt? Ja, dafür müsst ihr die Folge gesehen haben, um das alles zu verstehen. Aber das war jetzt die Kurzversion. Ja. Killian wollte also Argyle, also den Vater von Angus, berichten darüber, dass sein Sohn jetzt unsterblich geworden ist und so weiter und so fort. Ist freudestrahlend halt hingegangen, wurde von Angus quasi hineingerufen ins Haus oder irgendwie, oder er durfte hineinkommen, der Killian, also Killians Vater Mock. Und der Mock hat dann da gestanden und auf einmal waren mehrere Leute anwesend, als er so berichtet hat und eigentlich Angus gratulieren wollte, Argyle gratulieren wollte, dass Angus unsterblich geworden ist. So, die Leute haben ihn irgendwie eingeschüchtert, haben gesagt, er soll weggehen und soll kein Sterbenswörtchen verlieren und sowas alles. Und deswegen hat sich Mock jetzt seine Gedanken gemacht und hat Angst bekommen. Und das sagt er jetzt Killian. Er soll vorsichtig sein. Angus, sein Vater, also Argyle, wäre nicht alleine. Da wären irgendwelche seltsame Typen und so. Killian nahm das direkt zum Anlass, um zurück zur Taverne zu gehen, Ombulosch und Elemira zu holen und natürlich zum Haus von Angus und Argyle zu gehen. Unterdessen im Haus selbst ist dann Folgendes passiert. Cody aus Scots kommt mit drei anderen Leuten aus Verstecken heraus
und will nicht, dass Argyle noch mehr verrät und setzt auch Angus unter Druck so ein bisschen. Argyle sagt etwas und bekommt eine schallende Ohrfeige von Cody. Und das Ganze droht zu eskalieren. Ein Kampf bricht aus, gerade in dem Moment, wo Killian mit Ombolosh und Elmira zurück zum Haus kommt. Ein Wächter versucht quasi, Angus den Weg abzuschneiden, die Tür zu blockieren. Als diese wiederum von außen geöffnet wird, von dem Zwerg, glaube ich. Und ein Kampf bricht aus. Cody versucht noch zu entkommen über ein Fenster oder Hintertür oder sowas. Aber Kurzversion ist, sie haben die Gruppe gefangen genommen und zu den Wächtern gebracht, ins Wachthaus des Dorfes, ja, zu den Wächtern. Und Angus bittet darum, dass Argyle einige Notizen macht, Schriftstücke abfasst mit seinem Geständnis und mit allem, was er verraten kann und so weiter und so fort. Widerwillig geht Argyle darauf ein und fasst noch am Abend und in der Nacht quasi Schriftstücke ab. Cody wird auch dazu mehr oder weniger gezwungen, Geständnis abzulegen und Schriftstücke zu verfassen, beziehungsweise Sachen, die Argyle niedergefasst hat, dass Cody das unterschreibt, damit Angus dann das nach Argyle mitnehmen kann, so etwa. Es wird dann abgesprochen, dass am nächsten Tag die Wächter mit einer Kutsche mit den Gefangenen nach Argyle unterwegs sein sollen, mit den Beweisen und alles. Kurz vorher noch in dem Haus hat Angus noch gesagt, so von wegen, Vater, ich weiß jetzt nicht, was du machen willst und so weiter und so fort. Wenn du irgendwann fliehen willst und dich so machen willst, als hättest du eben vor nichts gewusst und so, und du fliehst dann und so weiter und so fort, ich werde mich dumm stellen, ich weiß dann von nichts, ich weiß nicht, wo du bist, ich weiß nicht, was du gemacht hast, so nach dem Motto. Ne? Dann in der nächsten Folge war es so, die Mutter kam und Angus hat mit seiner Mutter dann gesprochen über die ganzen Sachen, die herausgefunden worden sind und was mit Argyle jetzt ist und mit Cody und so weiter und so fort und dass dieser Transport nach Argalia stattfindet am nächsten Tag und sie möchte halt nochmal mit ihrem Mann reden im Wachthaus und so. Kam dann später zurück, nachdem sie mit ihm geredet hat, über eine Stunde später. Angus war immer noch im Haus, in seinem Elternhaus sozusagen, und wusste nicht genau, was er tun sollte jetzt und so weiter und so fort, wollte aber dort übernächtigen, so erstmal. Die Mutter hat ihm die Schlüssel dagelassen, beziehungsweise gesagt, so, du hast ja einen Schlüssel und die Nachbarn haben zu Not auch noch einen Schlüssel. Wenn irgendwas ist, geh zu den Nachbarn. Ich weiß nicht, wann dein Vater und ich jemals wieder in dieses Haus kommen werden, in den nächsten Wochen. Ich werde jetzt zu den Grenzern unterwegs sein. Ich muss einiges bewerkstelligen. Ich muss Leute mobilisieren, die auch für Argyle aussagen werden und so weiter und so fort. Und verabschiedet sich, sie will die in der Nacht noch aufbrechen und so. Ja. Sie hat auch noch gesagt, natürlich, dass sie als Grenzerin das eine oder andere vielleicht gehört hatte und ihren Mann darauf aufmerksam gemacht hat, dass da gesprochen wird oder üble Nachrede vielleicht ist oder sonstiges und so. Aber genaueres, was Cody, was Tarok, was andere gemacht haben, wusste sie nicht. Sie hat nur versucht, Argyle immer wieder darauf hinzuweisen, dass er was tun sollte und so. Und Argyle hat wohl mehr oder weniger die Augen davor verschlossen, dass da was um ihn herum passiert. Die Kutsche fährt dann am nächsten Morgen von Glynfin fort und hat eine gute Stunde oder eine halbe Stunde, zumindest eine halbe Stunde, Vorlauf, beziehungsweise ja, Vorschub, bevor die anderen dann auch von Glynfin aufgebrochen sind. Ich dachte, wie gesagt, dass sie eigentlich dann nach New Haven hingehen wollten, da nach dem Rechten schauen. Sie wollten aber auch nach Argalia. So haben sie also die Kutsche dann irgendwann gefunden, weil an einer Wegbiegung hinter einem Waldstück quasi wurde die Kutsche angehalten. Cody aus Gotts wurde die Kehle durchgeschnitten. Der hat dann in der Kutsche gelegen mit Beweisen, die vor allen Dingen ihn belastet hatten. Aber nichts von Argyle selbst, sondern vor allen Dingen, dass Cody hinter vielen schmutzigen Dingen seine Hände da im Spiel hatte und so weiter und so fort und dahinter steckte. Mit dem Geständnis von Cody, Unterschrift von Cody und so weiter und so fort. Ein Brief von einer unbekannten Person, die nicht die Handschrift von Argyle war, wurde dort noch gefunden. So in etwa, so von wegen Sohn oder sowas, ne? Ich baue darauf, dass du dich dumm stellen wolltest und so. Ne? Und dann haben sie dann die nähere Umgebung um die Kutsche herum
untersucht. Da waren natürlich die gelösten Fesseln von den anderen Leuten. Und im Prinzip haben sie dann noch in den Wald hinein die Spuren verfolgen können und haben dann gesehen, zwei waren zu Fuß unterwegs Richtung Agalia und andere sind noch weiter nach oben, nach Norden, quasi durch den Wald mit den Pferden. Ja. Da nicht die Fußspuren von seinem Vater dran war, hat Angus gemeint, so von wegen, vielleicht ist er entführt worden auf dem Pferd und er glaubt und hofft immer noch, dass Argyle unschuldig ist, sein Vater, und dass der irgendwie nur verführt worden ist, also entführt worden ist und ja, erpresst worden ist, dass er das jetzt alles macht und so. Ja. Den ganzen Tag sind sie also der Spur gefolgt und haben die Leute wie soll ich sagen, mit den Pferden halt verfolgt durch den Wald und so weiter und so fort, in einem Galopp, sofern es ging, die Pferde immer wieder angetrieben und alles und so, haben in der Distanz schon Leute gesehen, dann war einer da, der war alleine, sein Pferd war tot, das hat er umgebracht, weil es ein gebrochenes Bein hat oder sowas, ja, und den hat dann Ombrusch zuerst mal festgehalten und die anderen sind weitergeritten und haben die anderen dann zuerst mal eingeholt. Dann kam es halt zur großen Konfrontation und Argyle war wütend auf seinen Sohn und hat gesagt, du wolltest dich doch dumm stellen und so, ne? Und ja, ihr müsst euch die Folge angucken, die ganzen Gespräche. Angus hat dann noch zum Killing gesagt, sag mir bitte, dass mein Vater besessen ist, dass er nicht Herr seiner eigenen Sinne und Kräfte ist oder sowas, ja. Und Killing hat gesagt, ich kann leider keine Besessenheit feststellen und so, ne? Nachdem er es überprüft hatte. Ja. Sie werden dann zurück nach Glynfyn gebracht, die Leute, wo es wieder am nächsten Tag Richtung Argalia weitergehen sollte. Währenddessen haben Argyle, Killian, Ombolosh und Elmira nur ihre Pferde gewechselt. Sloane sollte bei der Kutsche bleiben bis abends und wenn am Abend niemand da ist, weiterreisen nach Argalia. Sie kam spät abends bzw. nachts erst wieder zur Kutsche zurück und Sloane war weg. Natürlich wahrscheinlich nach Argalia unterwegs. Ja. So, und dann standen wir die Folge 21 sozusagen, dann in Argalia, weil sind ja dann alle unterwegs gewesen nach Argalia. Die Reise selbst war unerheblich, nichts ist vorgekommen. Man hat so vielleicht ein bisschen gemerkt, dass da wieder das Tierleben aufblüht. Ja. Bei den Gardisten sind dann Angus und Killian aufgetreten. Killian wollte kurz noch draußen bleiben, Angus und Ombrosch und Elmira. Mit Sloane, den sie aufgeholt haben, eingeholt haben unterwegs, ne, sind dann bei den Gardisten rein, sind zum Hauptmann hoch und haben denen erstmal Bericht erstattet. Und er wusste aber nichts über einen New Haven. Ein Leutnant kam noch dazu und hat dann zuerst mal alles zugesungen, hat gesagt, pst, pst, New Haven, schlimmes Wort, ne, so, und hat dann zuerst mal aufgeklärt im Stillen, in der verschlossenen Tür und Riegel und so, sozusagen, was New Haven eigentlich bedeutet. Und dass man ganz vorsichtig sein muss mit dem Wort, was dahinter steckt und dass New Haven eigentlich ein großes Geheimnis ist und geheim gehalten wird als Projekt, um Leute zu rehabilitieren, dass die ein Dorf führen, dass sie ein Alltagsgeschäft nachgehen, Import-Export dann in den Dorf machen, quasi produktiv sind für das Hochland und dort quasi Sachen verkaufen können, die weitergeleitet werden nach Argalia oder umliegende Dörfer und dass es eigentlich ein schönes Sozialisierungsprojekt ist, sozusagen, oder Resozialisierungsprojekt. Ja. Killian bekommt mit, dass auf dem Marktplatz ein Lord Brecken, der Lord von Argalia, verkündet, dass die Leute vielleicht schon gehört haben über die Grenze, dass da irgendwie Verschwörungen sind und Leute vielleicht nicht so genau das getan haben, was sie sollten und so weiter und so fort. Die Bürger können aber beruhigt sein, es liegen Untersuchungen an und das Ganze wird dann aufgemischt. Grenze und Gardisten quasi werden untersucht, alle verhört und so weiter und so fort. Es besteht kein Grund zur Sorge, die Bürger könnten ruhig schlafen. Außerdem hat er gesagt, wird das Haus der Grenze, das ja einem Attentat zu Opfer fiel sozusagen, ja, also durch einen Brand halt vernichtet worden ist und dann überflutet worden ist durch die Löscharbeiten, ja, das wird neu aufgebaut und wird jetzt dann heißen in Zukunft Argyles goldenes Haus der Grenze. Da ist Killian hellhörig geworden. Argyle ist ja der Vater von Angus. Und der Lord hat auch gesagt, dass dieses neue Haus und diese Bauten dahin zustande kommt durch viele Spenden, gerade von den Grenzern, von
dem ganzen Umfeld von Argyle, von den Dörfern östlich, beziehungsweise, nee, Quatsch, westlich von Argalia, die ganzen Dörfern, wo Argyle gute Verbindungen hatte und so weiter und so fort. Und große Spenden sind ja in den letzten Jahren zustande gekommen für die Hauptstadt Argalia. Und auch die Hauptstadt selbst, der Lord, König und so weiter und so fort, spenden dafür. Auch die Bank von Argalia und viele normale Bürger oder reiche Bürger auch haben gespendet, dass da das Haus wieder aufgebaut werden kann, das Haus der Grenze. Und es soll glorreich sein und im Angedenken von Argyle, dass Argyles goldenes Haus der Grenze heißt. Ne? Währenddessen der Lord da halt so spricht und alles und so, kommt auf einmal die Königsgarde des Palastes und oder königliche Palastgarde und nimmt Lord Brecken fest, weil er unter Verdacht steht, an gewissen Verschwörungen teilgehabt zu haben. Was alle Bürger und besonders Killian auch wieder aufmerksam gemacht hat. Killian ist der Gruppe dann ein bisschen so gefolgt zum Palast hin und so und an einem Tor, wo ein Wächter stand und er gefragt worden ist, was er dann hier will, hat er gesagt, er möchte das Geständnis von Lord Brecken abnehmen. Der Wächter hat gesagt, so von wegen, na, guter Versuch und so. Und hat Killian gesagt, nein, nein, ich bin ja von der Kirche, sozusagen von den Tempeln. Und wenn er den letzten Willen mir sagen will oder sein Geständnis ablegen will und so, bitte informiert mich, ich bin im Tempel zugegen und so weiter und so fort. Und der Wächter hat gesagt, ja, werde ich tun. Und ja, dann ist natürlich Killian zurück zu den Gardisten und ist dann auch in den Raum gekommen, wo es über Nuhäfen und die Verschwörung und die Grenze und alles so weiter ging. Mit Leutnant Hauptmann und den anderen und konnte seine Sachen jetzt noch da berichten, dass der Lord Brecken festgenommen worden ist und so weiter und so fort. Also ziemlich viel doch in der Kleinigkeit, also im Detail alles gewesen. Ja. Der Hauptmann hat auch gesagt, dass einige Untersuchungen anstehen, vor allen Dingen, weil verschiedene Beweise auch von Angus und Killian, die gebracht worden sind, über die Räuber und anderes auf verschiedene Grenzer und Gardisten hingewiesen hatte. Verschiedene Aussagen wurden ja auch schon aufgenommen und zu Papier gebracht, weswegen vielleicht jetzt der Lord gefangen genommen worden ist. Der Hauptmann will sich da weiter erkundigen. Die anderen besuchen dann den Tempel, beziehungsweise Killian und Angus. Ombolosch und Elemira wollen dann im Gasthaus zum Goldenen Krug Unterschlupf finden. Und da Angus und Killian noch nicht wussten, wie sie übernachten oder so, haben sie gesagt, nee, macht euch zuerst mal eure Unterkunft und wir gucken, ob wir später dazukommen oder im Tempel bleiben oder wie auch immer. Im Tempel selbst haben sie durch den Hohepriester auch nochmal eine Vision über die Vergangenheit des Hochlandes. Sehr interessant, wie es dazu gekommen ist, dass es überhaupt Unsterbliche gibt. Und zwar haben sie erfahren, dass einer der ersten Herrscher irgendwann zum König ernannt worden ist. Und so ging es immer weiter, bis ein König an der Macht war, der viel zu jung war. Sein Vater starb und sein Vater hat ihm die Nachfolge überlassen. Und über viele Jahre hinweg ist dieser König zu jemand geworden, der alles für selbstverständlich hielt und sogar so frech geworden ist, warum er keine neue Obstsachen, alles von den Bauern bekommt und hat massiv die Steuern erhoben, die Bauern konnten kaum noch leben von dem, was sie erwirtschaftet haben auf den Feldern und so weiter und so fort, während er sich dann vollgestopft hat im Palast mit den süßesten Äpfeln und Trauben und alles und zum Tyrannenkönig geworden ist. Da war ein streng Gläubiger, der Wächter, der Glauben war schon damals verbreitet, auch diese Waagschale, der Glauben an die Waagschale des Wächters, und ein Priester bat darum, dass der Wächter ihm doch helfe, der Gott, den König abzusetzen oder so. Ja, und da gab es das erste Mal diese Form von unsterblicher Macht, weil der Gott gesagt hat, kein anderer kann dir schaden, nur du wirst direkt im Zweikampf vom König zu Schaden kommen können. Auch der König wird nur von dir zu Schaden kommen können, so nach dem Motto, ja. Und da gab es den ersten heiligen Zweikampf, den der Priester letzten Endes gewonnen hat, obwohl der König, der Tyrannenkönig, doch mit schmutzigen Tricks gearbeitet hat. Und daher kam das dann nach und nach, wurde das nochmal ein bisschen geändert von dem Gott auch, wie die Unsterblichkeit ist. Gott hat gesagt, in Zukunft wird es weitere Unsterbliche geben, die dich auch herausfordern können, wenn du kein guter König bist und so weiter und so fort. Das war diese Verkettung, die zu den Ereignissen führten, dass irgendwann verschiedene Clans und so verschiedene Unsterbliche in ihren Reihen hatten und die Macht an sich reißen wollten und verschiedene Positionen
Und deswegen diese heiligen Kriege ausgebrochen sind, die Unsterblichkeitskriege oder die dunklen Tage der Clans und so, wo dieses Big Fields of Holy Fights, also das große Feld der heiligen Kriege entstanden ist und so, wo viele sich gegenseitig massakriert haben und die ganzen Clans, was Gott eigentlich gar nicht wollte, diese Wächter. Ja, deswegen hat er irgendwann die Unsterblichkeit eingeschränkt, die Anzahl der Unsterblichen verringert und auch den Menschen verkündet, sie sollen darüber nachdenken, ob sie wirklich die Unsterblichen dezimieren wollen. Mit jedem weiteren Unsterblichen, der stirbt, gibt es Unsterbliche weniger und so weiter und so fort. Aber die Menschen dachten wohl nicht lange darüber nach, weil sie sich weiterhin massakrierten, diese Kriege dauerten an und so weiter und so fort, weshalb der Gott irgendwann diese Unsterblichkeit geändert hatte. Und auch zum Zeigen eines Sieges hat er sich die Blitze ausgedacht, weil Blitze und Wetter ist ja immer irgendwas Göttliches und so weiter und so fort. Das haben die Spieler alles dann erfahren durch diese Vision der Vergangenheit und so. Würde jetzt viel zu weit führen. Guckt euch die Folge 21 am besten an. Da kommt es drin vor. Ja. Ansonsten sind sie früh morgens um 5 Uhr quasi aus dem Tempel raus und wollten doch zur Taverne zum Golden Krug Unterschlupf finden. Damit hat die Folge 21 geendet. Und ja, heute Abend wieder wird es weitergehen. Gehabt euch wohl sozusagen. Bis zum nächsten Mal und kommentiert ruhig über die Geschehnisse, was ihr gut fandet, was ihr nicht so gut fandet, wie ihr wollt. Guckt in die Folgen rein. Der Titel für die Folge heute Abend kann ich leider nicht reinschreiben, weil das wäre ein massiver Spoiler auf die Geschehnisse, die dann sein werden, sozusagen. Ich meine, für die Zuschauer wäre das ja kein Ding, aber für die Spieler, wenn sie wissen, wie die Folge heißt, würde das viel zu viel vorwegnehmen. Ja, deswegen. Ciao.